Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Land of the Vikings. Die durstigen Damen und Herren haben Glück und kommen sogleich in den Genuss des kostbaren Erzeugnisses aus Landwirtschaft und Brauerei. Im Allgemeinen auch Bier genannt, und davon hätte ich ja schon ein paar Humpen im Lager liegen. Der Gerstensaft konnte bisher nur noch nicht unter die Leute gebracht werden, soll sich jetzt ändern. Ihr wisst ja, wie das mit Schanklizenzen ist. Anträge, Genehmigungen. Bis man da durch ist, hängt der Bart bis zum Bauchnabel. Die erste werde ich direkt neben dem Langhaus hochziehen lassen. Da ist der Lieferweg auch nicht weit. Werdet glücklich. Kippt euch einen hinter die Binde. Wenn es euch beliebt, auch zwei. Dann hätte ich ganz gern noch eine neben oder zwischen den Feldern für die Feldarbeiter. Auch an die, denke ich. Und natürlich die Soldaten, die sollen versorgt werden. Aktuell sind es ja, glaube ich, nur drei, aber werden auch später noch mehr. Da muss der Motivator wieder ran. Ihr beide geht ans Werk. Und die dritte Taverne kommt auf jeden Fall dann noch hier mit hin. Aber wo, ist die große Frage. Wenn ich mir das Konstrukt so jetzt im Gesamten von oben nochmal anschaue, da drängt sich mir der Gedanke auf, noch einen zweiten Marktplatz mit aufzustellen. Schafft ihr das? Oder schafft ihr das nicht, die Gemeinschaft zu versorgen? Ich bin skeptisch. Wir können das ja auch so machen, dass wir die Kräuterhütte hier rausnehmen, ein paar Meter weiter nach links versetzen. Dann nehmen wir den Platz für eine Taverne. Reiß ich hier drüben noch eins weg, kommt noch eine zweite Taverne hin, dann können wir hier die Kräuterhütte und hier die Kräuterhütte Nummer 2 platzieren. Dann würde ich im Norden und im Süden noch einen weiteren Marktplatz mit aufstellen lassen. Da kommen ja noch so viele Häuser drumherum, da muss man schon dran denken. Das heißt jetzt für mich, einmal Platz schaffen. Für das, was da noch kommt. Wie viel Material hat es denn eigentlich gekostet, die Taverne? Oh, da wird wieder viel bearbeiteter Stein benötigt. Kommt ihr denn hinterher? Ist die Versorgung vom Steinbruch wieder das Problem? Ja, da könnte man noch einen Arbeiter hineinpacken, aber der macht den Braten jetzt auch nicht fett. Natürlich lassen wir das priorisieren. Da kommt mir gar nichts anderes in die Tüte. Und dann tue ich, was angekündigt wurde. Einmal. Na Moment, Moment, Moment. Wir können das ja vorher aufbauen lassen, bevor ich da wieder mit dem dicken Vorschlaghammer rangehe. Da wollte ich. Und hier stirbt bestimmt jetzt noch der blöde Baum, oder? Nö. Da kann man sich dazwischen mogeln. Tu ich das. Das sollte ja schnell aufgebaut werden. Da muss aber jetzt das eine hier noch mit raus. So sieht's leider aus. Ja, könnt euch das anfallende Restmaterial, was da jetzt noch rumliegt, gerne nehmen, dort rüberbringen, da wird's benötigt. Von der Größe her würde das doch passen, oder? Hab ich mich dann jetzt verschätzt?
Glaub, da muss ich noch was einrücken. Miese Geschichte. Gut, sehen wir gleich. Hier kann ich mein Glück schon versuchen. Es wird eng, es wird eng. Aber so richtig eng. Unschön. Da muss ja noch ein weiteres weg. So leid es mir tut. Wer saufen will, da muss auch Platz machen. Na, jetzt geht das nicht mal hier mit dran. Das wäre aber ganz entgegen meiner Vorstellung. Habe ich die falschen weggerissen. Hier unten hätte es bestimmt hineingepasst. Ach, ärgerlich. Oh, halt. Ich nehme, was ich kriege. Könnte denn vielleicht das hier jetzt noch mit hineingesetzt werden? Eher nicht. Gut. Dann braucht ihr da auch nicht weiter dran rumzunageln und zu hämmern? Hat sich erledigt, die Geschichte. Ach kommt. Dann hau ich das jetzt doch gleich in die Tonne. Da nebenan sehe ich ja schon Fortschritt. Und nun, Moment der Wahrheit. Sieht besser aus. Sieht besser aus. Hätte ich's doch stehen lassen können. Tja, Fehler macht man immer wieder. Aber nun passt das Ganze. So mehr oder weniger. Hier bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Aber auch mit Drehen. Wenden, betteln, bringt's nichts, oder? Oh, 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 oh. Na, Hallöchen, da haben wir's doch. Nicht schön, aber mit eingefügt. Angeschlossen wird's auch gleich. Och, bin glücklich. Da sieht man's doch wieder, was nicht passt, wird passend gemacht. Fehlt jetzt nur noch im Norden und Süden Marktplatz Nummer 2 und 3. Da könnte man ja auf die gegenüberliegende Seite dann auch gleich noch ein Lagerhaus mitpacken. Theoretisch ja, in der Praxis vielleicht auch. Nun gut, ich gebe euch noch ein oder zwei weitere Tage. Aber dann muss das stehen. Nein, bauen wollen wir nichts. Reparieren. Auch immer wieder vergesse ich das Knöpfchen zu drücken. Na, alles klar. Oh. Da wird mir ja wieder schlecht, wenn ich sowas sehe. Sind es hier noch... Oh, 9 Stück. Ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Das waren mal 30. Wo die nur wieder alle hin sind. Was ist bei dir das Problem? Oh, hab ich dir da vielleicht das Wohnhaus weggerissen? Naja, schau dich mal um. Es gibt noch genug freie Plätze im Städelein. So auch für dich. Ach, da ist ja noch gar kein Licht. Vor der Tür. Doch, eine Tonne steht. Machen wir 2 draus. Oder 3. Machen wir 4. Hört sich einfach besser an. Obdachlos, obdachlos, obdachlos. Was da jetzt los?
Nanu. Da fehlt's am Stein. Kann doch nicht sein. Soll ich noch mal eine Runde drehen? Können wir noch an einer anderen Stelle was stibitzen? Außer jetzt am Steinbruch. Na, nebenan. Das bisschen Geröll da. Da sehe ich auch noch. Könnt ihr euch gern dran bedienen? In dem Abschnitt sieht's da schlecht aus. Was ist denn das? Kann man damit was anfangen? Auch die Kamera wieder hier. Macht ihr eigenes Ding. Stopp jetzt! Oh. Ich will doch nur probieren. Kann ich da was dran setzen? Nö, keine Mine. Naja. Vielleicht ja. Auch nicht. Da könnte man doch mit der Spitzhacke ran. Wo liegt denn das Problem? Ich sehe es nicht. Naja, wieder zurück zum Thema. Könnte sich ja schon was getan haben. Oh, hat es sich auch. Die Taverne öffnet ihre Tore. Uglubatre und Gris, bedient mal und holt euch ein paar Fässer. Stehen ja genug im Lager rum. Da sollte doch die Zufriedenheit jetzt ansteigen. Bis zum geht nicht mehr. Nummer 2 in etwa bei der Hälfte. Und da müssen aber dringend die Leute hinein. Gibt der Krankheit keine Chance. So sieht's aus. Aha, gut, das zieht sich noch. Da sind ja auch noch 1, 2. Drei weitere Häuser im Bau. Aber hindert mich jetzt nicht daran. Wo war denn das jetzt nun wieder? Hier. Den Marktplatz aufstellen zu lassen. Dann setze ich den damit hin. Nummer 1. Nee, ne? Baum im Weg. Gut, wir müssen es ja. Nicht genauso machen wie unten. So geht's ja auch. Den Weg hätte ich aber schon gern. Den Anschluss, wo bleibt der? Muss ich wieder selber machen. Fürchterlich. Da geht jetzt aber garantiert das Lagerhaus schon mit hin. Wir könnten auch zwei draus machen. Mit dem dritten Ring muss ich da oben sowieso ansetzen. Der Platz reicht aus. So machen wir was draus. Einmal. Zweimal. Den bitte noch entfernen. Och, wisst ihr, ihr könnt auch gern überall ran. Wir brauchen es ja so oder so. Erledigt. Da haben sie jetzt ordentlich was zu tun.
Und was könnte ich jetzt noch machen? Womit vertreibe ich mir meine Zeit? Punkte kann ich noch keiner verteilen. Da fehlt es noch auf dem Konto. Pariert war auch alles. Sollte zumindest. Nein. Da ist schon wieder ein Schaden entstanden. Sind die Farmen alle noch besetzt? Sind sie natürlich nicht. Dann muss der Coach nochmal vorbei. Und hier war doch noch der Hühnerstall. Had fun in the Taverne. Das hört man doch gern. Was ist bei euch das Problem? Fehlendes Material zum Verarbeiten? Ja, ich sehe kein Leder. 21, 21, 18. Da könnte aber schon was geschlachtet werden, Jungs und Mädels. Macht doch mal. Kurz noch mal rein. Wolle sieht mehr als gut aus. Nahrungsmittel. Jawohl, da kann man auch nicht meckern. Und sogar reichhaltig. Brot, Fleisch, ein paar Früchte, Fisch, davon genug. Oh, Hühnerfleisch. Da habt ihr recht. Könnte ich noch einen Stall mit aufstellen? Groß ist das Ding ja nicht. Und auch nur ein Arbeiter, den ich dafür abstellen müsste. Geht ja sowieso nichts anderes mehr hin. Bäm. Bäm. Im Wasser sollen sie nicht stehen. Habt ihr ja recht. Das wird zu eng, der Fels im Weg. Naja, einer war geplant, drei sind's geworden. So spielt das Leben. Priorisieren wollen wir nicht, aber die Arbeiteranzahl bitte bei 30 belassen. Sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Find ich keine ruhige Minute, glaubt's mir. Wer produziert? Na gut, okay, der Brunnen ist nicht weit. Wollte gerade nachfragen, ob ich da zum Thema Wasser noch was beitragen kann, aber nö. Nehmt euch das Silber oder diesmal vielleicht die Finger davon lassen. Ich hab ja eigentlich genug. Genug. Lasst mal die Finger davon. Man muss ja nicht immer gierig mit den Fettgriffeln danach greifen. Man kann sich auch mal in Zurückhaltung üben. Oh, der Markt, der steht. Aber keiner sitzt drin. Exzellent. Perfektes Timing. Besser geht's nicht. Da hat sich jemand ein Lob verdient. Die Kräuterhütten stehen. Zwei Stück. Parkplätze. Drei. Anzahl der Lagerhäuser. Angehoben. Jetzt geht auch hier das andere noch mit dran. Das störende Grünzeug ist weg. Oh nein! Yes.
lassen wir mal unkommentiert. Naja, ob ich da jetzt von Glück reden kann, wenn ich sage, es war nicht allzu lang. Nehmt, was da ist, und opfert es den Göttern. Reparieren lassen. Zweimal an der Stelle. Und wie sieht es im oberen Bereich aus? Eieieiei. Auch nochmal. Drei Hütten, die es da erwischt hat. Die Minen blieben standhaft. Und Steinbruch steht auch noch. Mehr oder weniger mit einem blauen Auge davongekommen. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Da dürft ihr jetzt gern das Tempo wieder etwas anheben. Ach ja, besetzen muss ich das ja auch noch. Und ich wollte da noch eins hinstellen. Bevor ich da unsanft unterbrochen wurde. Ich könnte jetzt den Versuch wagen, den dritten Ring zu ziehen. Ach nee, ist da schon der vierte. So leicht verzählt man sich. Könnte ich aber auch eigentlich abseits der Folge machen, weil es ja wieder Zeit verschlingt. Ich mach mal einen Versuch. Beide könnte klar gehen. Wo komme ich jetzt? Bisschen muss ich noch einkalkulieren, also in etwa hier. Augenblick. Das wird sofort getestet. Passt rein, aber nicht so rum, oder? Nein, da muss ich noch ein paar Millimeter weiter nach links. Hab's verstanden. Also bei dem Busch hier. So. Ihr habt ja die Bäume immer noch nicht entfernt. Komme ich da hin? Ach, jetzt tritt die Dunkelheit wieder ein. Das muss doch nicht sein. Dann nutze ich die Gunst der Stunde und verteile Feuerschalen in der Runde. Da mindestens zwei Stück. Na klar, werdet ihr gleich besetzt. Bin sofort da. Verbraucht ihr noch? Die Taverne Nummer 2 ist jetzt auch dabei. Bier steigt weiter und weiter. Man könnte ja sogar noch ein Fest veranstalten lassen. 185 Bier, 92 Nahrungsmittel und knapp 240 Silber. Greife ich nochmal tief in die Tasche oder lasse ich sein? Glücklich sind sie ja eigentlich. 82 halte ich für durchaus akzeptabel. Hui. Na wohl, Moment. Halt, stopp, zurück. Neuer Ansatz.
Hey! Oh! Freue ich mich, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet. Dann. Och, das. Och, wieder geklaut hier. Diesmal könnte ich es versuchen, die Aufgabe abzuschließen. Sicherheit erhöhen. Kurz mal langsam stellen. Tja, soll ich das jetzt schön finden? Mit der kleinen Delle da drin? Die Frage ist ja eigentlich eher, passt das mit den Häusern so hin? Das wäre ja eigentlich das Wichtige. So rum könnte ich es aufstellen lassen. Na gut, kleine Korrektur muss man dann noch mal machen. Aber wisst ihr was? Das übernehme ich dann abseits der Folge. Da werde ich hier die restlichen Ringe drumherum ziehen. Dann haben wir den Stress nicht damit. Schafft ihr das noch, bevor ich abziehe? Schön wäre es. Mindestens die beiden Lagerhäuser noch. Und eine Taverne wäre ja eigentlich ganz toll. Aber wenn ich mir das ja so anschaue. Sich der Optimismus in Grenzen. Dein Metz nicht besetzt, kann nicht sein. Oh, zeig mal her dein Angebot. Brauche ich nichts davon. Stein hätte ich da jetzt abgekauft, wenn der Preis gestimmt hätte. Wieder so viele Obdachlose. Ja, da müsst ihr jetzt mal durch. Man kann halt nicht jeden Tag nur im Schlaraffenland leben. Nicht immer fließt Milch und Honig. Merkt euch das. Da muss man die Zähne mal zusammenbeißen. Ach, da war ja noch was. Die Hühner vermehren sich auch ohne Aufsicht. Finde ich ja positiv, aber. Bitte doch mal lieber aufpassen. Ja, da geht ja auch noch eine hin, sehe ich gerade. Warum habe ich das denn nicht da noch mit hingestellt? Na, drei werden es ja nicht. Da kann ich auch Platz dazwischen lassen. Gut, gut. Eigentlich ganz zufrieden, abgesehen von der Tatsache, dass hier ein paar Dächer über den Köpfen der Leute fehlen. Aber ansonsten wurde das errichtet, was errichtet werden sollte. Da habt ihr mich soweit, dann drehe ich doch noch mal eine kurze Runde. Aha. Vielleicht finden sich ja noch zwei, drei Klumpen, die ich wegnehmen könnte. Aber da muss schon weit gelaufen werden. Halleluja. Ich möchte es nicht machen. Noch nicht mal bis dahin sind sie gekommen. Zwischen den Bäumen schimmert was durch. Nehme ich mir. Oh. Das hat jetzt aber auch ordentlich den Lagerbestand an Stämmen nach unten getrieben. Aber sie haben ja noch genug Aufträge. Daran liegt es jetzt nicht.
Besetzt, besetzt. Komm schon, das will ich jetzt noch. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen Deko verteilen. Das hatte doch für den Marktplatz auch gegolten. Ja, hatte es. Dann gibt's jetzt noch ein paar Fässer. Einmal in die Ecken rein. Kisten habt ihr schon stehen. Verteidigung brauchen wir jetzt nicht. Unnötig. Zufriedenheit für die Häuser. Da kommen wir später dazu. Jetzt geht's um die Kapazität. Ein paar Stapel. Ach ja, ganz gern. Vier Stück an der Zahl. Einmal da, einmal da, einmal dort und einmal drüben. Eimerchen wurden schon aufgestellt. Kochen sehe ich auch schon. Für die Vielfalt. Oh, da wird's aber. Nee, lassen wir. Ginge noch. Und sieht auch ganz toll aus, wie ich finde. Da stellen wir noch zwei Stück auf. Da geht noch mehr, weiß ich. Kommt noch, aber nicht mehr heute. Als letzte Tat da noch besetzen, kurz mal über das gesamte Kunstwerk drüber schauen. Ja, da muss noch. Zack. Und dann heißt es Schluss für heute. Schicht im Schacht. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Mit, na, ihr wisst schon, den Häusern, die dann noch in den Außenring rein müssten. Ja, jetzt und für heute sage ich aber wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.